Euch erzählen, wie ich zum Liegeradfahren und zu diesem Liegerad-Hobby gekommen bin. Jeder von uns sitzt lieber auf einem Stuhl mit einer Lehne als ohne Lehne oder sogar einen Hocker. Aber ich möchte ein Fahrrad mit einem Liegerad vergleichen, wie mit einem Hocker zu einem Liegerad oder Sesselrad. Und von daher ist es also wesentlich bequemer, mit so einem Rad zu fahren. Ja, aber wie bin ich denn darauf gekommen? Das hatte erst ökonomische und dann ergonomische Gründe. Ich musste damals einen weiten Weg zur Arbeit fahren und das hat mich unheimlich viel Geld gekostet. Und so war ich auf der Suche nach alternativen Transportmöglichkeiten und bin letztlich aufs Fahrrad gekommen. Das habe ich einige Zeit gemacht, aber dann hat mir mein Hintern so sehr wehgetan, meine Handgelenke haben geschmerzt vom Rütteln der Straße und vor allen Dingen auch mein Nacken von der Anspannung. Und beim Recherchieren bin ich dann irgendwann auf Wikipedia gestoßen. Da gibt es einen Artikel, den verlinke ich in der Beschreibung. Und einer der Vorteile eines Liegerades gegenüber einem regulären Rad wurde genannt, und das ist die Stirnfläche. Und ich versuche das jetzt mal hier zu demonstrieren, indem ich im Gegenlicht mal hier auf die Knie gehe. Das ist die Stirnfläche eines Liegerades. In diesem Fall eines Semitiefliegers. Und mal von vorne. Die dem Wind ausgesetzte Fläche ist so groß wie der Oberkörper. Die Schleppwirbel, die dadurch entstehen, werden sich in den Hinterrädern fangen. Also die Hinterräder tun nicht selbst noch eigene Schleppwirbel erzeugen. Insgesamt hat man also deutlich bei etwa 18-20 km/h Geschwindigkeit eine Energieeinsparung, kommt also viel fitter an, viel weniger verschwitzt an. Zusätzlich tut einem weniger weh. Ja, aber über die Vor- und Nachteile, denn auch Nachteile gibt es beim Liegerad, besonders im steilen bergigen Gelände, erkundigt euch einfach bei Wikipedia. Den Artikel kann ich euch empfehlen. Da ist eine Tabelle mit den Vor- und Nachteilen. Und dir, lieber Guido, alles Gute. Danke für